Hey und willkommen auf meinem Kanal, Marcel darf es. Zuerst mal, heute gibt es ein neues Format auf meinem Kanal. Und zwar, mit dabei ist natürlich die Flammi. Servus. Guten Tag, hallo Leute. Wir haben uns gedacht, wir machen ein Format, namens Pfälzer, weil es Österreicher, so würden wir es vielleicht nennen, oder? Würde ich sagen, weil das passt doch gut zusammen. Gut. Das Prinzip von dem Projekt ist, sie sagt, ich sage ihr Begriff auf Österreichisch und sie muss erraten. Das genau das Gegenteil auch auf ihren Sprache. So, ich muss Pfälzisch raten, sie muss Österreichisch raten. Gut gesagt. Das einzige Problem ist nur, dass ich sehr oft Pfälzisch schwabbel und der gute Herr sehr viel weiß. Genau. Ich würde sagen, wir sehen uns nach einem kleinen Cut wieder und dann fangen wir an. Bis später. Ja, jetzt sind wir wieder dran. Blami, willst du oder soll ich anfangen? Fang du mal an. Dann fange ich mit dem ersten Begriff an, okay? Wenn du jetzt Sachen genommen hast, von denen ich noch nie was gehört habe. Soll ich anfangen? Ja, okay. Guckerutz. Willst du mich veräppeln? Was ist Guckerutz? Was gibt's Guckerutz? Okay, das Wort, wo ich dachte, hast du mitgenommen, okay. Guckerutsch. Ach Gott! Soll ich den Satz sagen, oder? Also ich denke jetzt nicht, dass es Einhornschwanz ist, was ich da gerade denke. Einhorn! Einhorn! Eichhörnchen, ja. Nicht Einhorn! Ja. Eichhörnchen! Nein, das ist nicht dein. Okay. Soll ich den Satz dazu sagen? Ja. Der Guckerutz wächst schon wieder am Feld. Wächst schon wieder am Feld? Ja. Das ist irgendwas zu essen. Weizen? Mann. Okay. Irgendwann hast du mir das erzählt. Das kommt mir bekannt vor. Ach. Oh, Scheiße. Kannst du auch ganz ordentlich sein? Soll ich es auflösen, oder? Karotte, was weiß ich, ja? Mais. Mais. Ja. Oh, komisch, war gerade ganz nah dran. Das ist ganz, ja okay. Ganz nah, komplett. Ja, ganz, ganz nah. Ja, jetzt bist du dran. Flammi. Ich hab das Sache, die du willst. Dann fang an mal. Warte mal. Ich muss mal ganz kurz mal Sauklaue in Ziffle. Ich weiß. Ich weiß nicht wieder. Passt. Jo, warte mal kurz. Hier muss ich noch ein PC aufgeschrieben. Das ist bei uns einfacher. Warte mal. Was heißt Kartoffel? Krummbeere. Krummbeer. Krummbeer, tut mir leid. Ich kann das auf den Satz sagen, was ich so gesagt habe, was ich da sagen wollte. Morche gehen wir Krummbeere. Morche gehen wir Krummbeere, Acker. Okay, passt. Gut. Sag mal. Ich meine, ich weiter? Ja, du darfst. Clasher. Clasher? Was? Ja, Clasher. Clasher. Ich gucke mal ganz kurz ein Video nein, von österreichischen nicht, Sprachen. Nicht, nein. Jetzt werden wir nicht kriegen. Ich habe hier nur ein... Das ist irgendein Werkzeug, glaube ich. Was soll ich sagen? Soll ich den Satz dazu sagen, den Satz? Kannst du machen. In der Nacht hat schon wieder so richtig geclasht. Das war laut. Nicht ganz. Warte mal. Hat es schon wieder richtig ge... Soll ich dir einen Tipp geben? Ja. Das macht man dann meistens clashen so richtig an einem Tag im Jahr. Aber das machen wir einmal im Jahr. Ja. Was macht man denn einmal im Jahr? Nein, das Wort, was am häufigsten vorkommen könnte, die Bedeutung zum Wort, ist an einem Tag im Jahr, aber das kannst du jeden Tag eigentlich immer verwenden, das Wort. Nur die Bedeutung, was am meisten vorkommt, ist einmal im Jahr.
Wein kann es auch nicht sagen, was am meisten vorkommt. Denk dran, einmal im Jahr. Einmal im Jahr. Es kommt ein Emo im Jahr vor, oder? Der Haas kann es auch nicht sein, ist das. Ja. Weihnachtsmann glaube ich auch nicht. Was soll ich sagen? Was soll ich das wissen? Lass mich mal kurz überlegen. So Leute, kurzer Cut war jetzt, weil ich habe mich im Sperrplatz gehabt und da ist kurz meine Aufnahme gecrashed. Aber okay, jetzt geht's weiter. Fahren? Da hatte ich mehr Zeit zum Überlegen, bloß das hat mal zum Ende auch nichts gebraucht. Was soll ich da sagen? Dann saß. Knallen. Meistens wird zusammen. Knallen? Ja, Clasher. So knallen, geknallt. So, überhaupt. Das mit einem Jahr auf Silvester bezogen. Du hast Silvester bei uns verbracht und hast das Wort nicht in den Mund genommen. Ja. Aber das kann doch nicht sein. Das hat knallt. Knallen. Das hat auch Jesus, was der Silvester bezogen ist. Clash. Das sind Clashes. Ist okay. Bist du dran? Du weißt alles. Host? Hast, oder? Das ist doch. Hast du? Hast, oder? Ja. Chilling. Host, warte mal. Hast du die Gelrübe schon geputzt? Gelrübe. Wie nochmal? Hast du schon die Gelrübe geputzt? Gelrübe. Zum Essen, oder? Weißt du? Gelrübe. Ja, jetzt was zu essen. Rot ja, Gelrübe. Rot rüber. Ist rot darüber? Das ist in der Erde! Ja, rot darüber! Nee, geh rot rüb! Was ist denn, Schüler? Geh darüber, das Mann. Das haben wir mal Meeres verfüttert, wo du da warst. Kartoffel? Karotten? Ja, Karotte. Was soll denn da? Ich hab das als Beispielsatz gemacht, weil ich mir sicher war, dass du weißt, was Gelrübe ist. Nein. Okay, jetzt hast du mich überrascht. Okay. Soll ich weitermachen? Ja, okay. Du bist jetzt richtig getriggert bei dem Wort, okay? Och, nee. Ich sag gleich, es ist nicht das, was es am Anfang wie es heißt, okay? Ups, meine Kopf aus. Ja, okay. Meine Frage ist, was braucht ihr denn noch? Ananas. Ananas? Ja. Ich sage aber gleich, es ist nicht die Frucht Ananas. Aber jetzt hast du mich durcheinander gebracht. Was? Ananas. Ananas ist das Wort. Ja. Das ist ein Bezeichnung für was anderes. Aber es ist nicht die Frucht Ananas. So wie du es kennst, diese tropische Frucht ist sie nicht. Ich denke gerade an was Zweideutiges. Nein, das ist nicht selber genannt. Okay. Ananas. Jetzt komm da mit Ananas du her, ich gebe es hock. Samuel. Das gibt's so wohl nicht. Das hat mir letztens meine Oma mal erklärt. Heute ist nicht mehr so, aber früher hat man es eher gesagt in Österreich. Ah, super. Ananas. Soll ich den Satz dazu sagen? Ja, bitte. Die Ananas ist schon wieder schön rot. Die Ananas ist schon wieder rot. Ja, schön rot. Und schmeckt so gut, hätte ich gesagt. Apfel. Nein. Ist es was zu essen? Ja. Das ist rot aus Wassermelone. Nein. Melone. Nein. Willst du das Steak. Wissen? Steak. Nein, aber was soll ich? Das wissen? Ja. Erdbeere. Och, kannst mich mal. Okay. Das ist.
Warte ab! Das ist zu hoher IQ für dich. Hör mal, ich bin extra runtergedappt. Hab du eine Liste mit meinem Opa erstellt und er hat schwere Begriffe gesagt. Ich hab gesagt, wir machen es bei der ersten Runde leicht. Warte mal ab bei der zweiten Folge. Ich sag das. Ich komme mit noch mehr schweren Begriffen. So es geht, falls ist ein Land, ein Bundesland. Österreich ein großes Land, da gibt mehr Begriffe zur Auswahl. Das weiß ich, das ist mir bewusst. Das ist. Alter! Ja, ist doch chilliger. Du bist. Darf ich weitermachen? Ja, weiter. Gosch. Wappen. Oder wie viel? Halt den Mund, oder? Mund, ja. Ja, Mund. Halt die Gosch. Ja, halt den Mund. Halt die Gosch. Das heißt, Mund halt die Wappen, aber ja. Das hätte ich jetzt richtig gern vorhin gesagt. Egal. Okay, weiter. Was ich nehmen muss. Mein Freund. Ich kann mich auch kümmern. Blunzen deppert. Bist du bedeppert? Blunzen deppert. Nein, nicht bist du deppert. Blunzen deppert. Blunzen deppert. Deutsche sind. Es ist nicht in Deutschland, das ist gleich. Okay. Oh. Bedeppert. Bedeppert heißt bescheuert. Bunsen, was heißt denn Bunsen? Blunzen. Was? Mit Blunzen deppert. Blunzen deppert. Das kannst du einer Person sagen. Idiot? Nein, nicht ganz. Du hast davor blöd, glaube ich, gesagt, oder? Ja. War schon richtig, aber es ist davor noch ein Wort. Was, das könnte, so ist ein Wort, aber. Vor blöd, schreib noch was, ein paar, drei Buchstaben davor. Blöd, Alter. Chillig. Du willst mich doch veräppeln. Willst du das wissen? Warte. Kann ich was sagen? Soll ich dir einen Begriff dazu sagen? So ein Satz? Ja. Die Person ist ja blunzen deppert. Das ist so schwerer wie Mathe, Mensch. Ja. Oder Englisch. Meine Güte. Mann! Blöd. Wollen Sie sich aufklären, so sag euch. Ich hab keine Ahnung. Soll ich sagen? Ja. Saublöd. Du bist saublöd zum Beispiel. Du bist saublöd! Alter, ich. Ah! Karre. Wie? Bitte? Karre. Karren. Karre. Was ist eine Karre? Achso, ein Auto. Hä? Das weiß ich, dass, also ich weiß nicht tatsächlich, ich weiß nicht, ob man das auch als Auto bezeichnet. Ich weiß nur, ich kenne den Begriff die Dreckskarre. Die Drecksauto. Man kann das auch als Auto bezeichnen. Ich habe jetzt Handwagen genommen. Ja, ich weiß jetzt nicht genau, ob das auch als Auto zählt, Karo. Ich weiß ja nicht. Ja, das ist mir bewusst. Morgen fahre ich mit der Karre. Ja gut, morgen fahre ich mit der Karre. Das ist. Ja, okay. So, das war dumm. Weitermachen? Ja, okay. Abschluss. Ich sitze gleich noch am Katja, habe ich gehört. So, wir sind jetzt am Ende mit dem Video. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Fällt das Österreicher? Dann willst du was sagen? Ja, ich fahre jetzt mit meinen zwei Bulldogger weg. Wir sehen uns. Tschüss. Und das heißt, ciao, Leute.